Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Liquid Market Freunde. Ich habe heute das ganz besondere Vergnügen, mich mit drei Protagonisten der schreibenden Zunft zu unterhalten. Nicht erschrecken, es ist ein bisschen dunkler hier, aber das liegt doch daran, dass wir das Gespräch, falls es viele noch nicht gewusst haben, vorher aufzeichnen. Und wir haben jetzt gerade 22.42 Uhr. Und heute ist das Thema: Was machen denn eigentlich Gourmet- und Kunstjournalisten in Zeiten der Korruption? Und zu diesem Gespräch habe ich mir eingeladen, den verehrten Kollegen Alexander Rabl, seines Zeichens Schreibender bei à la carte, der Feinschmecker und dem großartige Magazin Schluck. Das hat mit Weinen zu tun. Dann unser lieber Barbuchautor Christoph Habris, schreibt unter anderem auch noch für das Sieger Journal, die Presse, die Wiener Zeitung und viele andere Medien. Und der verehrte Roland Graf vom Mixology, vom Falstaff und vom Wiener. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, die Herren. Hallo, freut mich. Schön, dass ihr da seid. Ja. Wie gesagt, ich mache meistens ja eine längere Vorbereitung auf diese Interviews und Gespräche. Heute habe ich mir ein Glas Urschick aus dem Eichenfass eingeschenkt. Habe mich auch gut vorbereitet. Urschick. Und das Ganze ohne Cola, oder? Das ist ja revolutionär, nachgerade. Das geht ja sehr konfrontativ gleich hier zur Sache. Nein, eine Urschick aus dem Eichenfass trinkt man pur. Ja, meinst du wieder Wermut? Ein bisschen Eis könnte man schon rein, oder? Ein bisschen Eis, oder? Möglicherweise sogar eine Orangenscheibe, damit das so leicht Das schaut ein bisschen pauvre aus. ja, pauvre, ja, pauvre. Ja, Pauvre chic, oder? es wird, es wird. Pauvre, pauvre pur chic. Was trinkt ihr denn? Also ich trinke das. Das habe ich mir jetzt gedacht, das trinke ich jetzt eine Zeit lang, bis dann endgültig der Sommer kommt. Das ist Ausgezeichnete Wahl. ein Lieblingswhisky. Ja, sehr fein. Wirklich gut. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du das trinkst und das Glas stehen lässt im Wohnzimmer, hast du den nächsten Tag am späten Vormittag, wenn ich dann wieder mich in mein Haus begebe, einen wunderbaren Duft schwebend. Mag ich sehr gern. Also das ist echt großartig. Also ich habe mir einen Boulevardier gemacht, Maker's Mark, Burschig Rot und Campari. Großartig. Ausgezeichnete Wahl. Und Herr Graf? Hier wird nichts von Burschig gesponsert. Hier ist auch nichts von Burschig drinnen. Hier Burschig. gibt es eine ganz normale Mangolada. Eine was für eine Colada? Eine Mangolada. Ah, Das Mangolada. Ja. Kokossirup, dann ein bisschen Limettensaft, dann ist Mangosaft drinnen und dann ist 15 Pineapple Rum drin. Ein fantastisches Glas, muss ich sagen. Absolut. Meine Herren, zum Wohl. Ist auch fast jugendfrei, also das Drin ist Wohl. bedeckt. Ja. Bisschen ordinärer ist es dann hinten, aber ja, das bleibt ja mir so. Unfassbar. Wir werden natürlich wie immer. Sieht ja auch nicht, was du drunter anhast, Roland, oder? Wut runter! Ich meine, oben super fein, unten drückst du. Dazu Das kommen wir Wichtigste ist der Intim-Cleanser. dazu Alles kommen wir noch. andere kann man vernachlässigen. Einen guten Intim-Cleanser, das ist wichtiger wie Desinfizieren. Roland, wir sind auf Sendung. Vorsicht. Also, das muss er ja sagen. Wir können alles schneiden, wir müssen aber auch nicht. Aber wir sind ja immer so 40 Sekunden Zeit versetzt wegen den Schimpfwörtern, oder? Das kann man alles schneiden. Also plump. Sehr gut. Ja, also das Thema heute. Was habt ihr heute vorher gegessen vor diesem Zusammentreffen? Ich habe gegessen, schon länger her, aber ja, doch, durchaus. Ich habe mich vorbereitet. Ja, habt ihr alle gut gegessen? Ja, Ich, reichlich. Reichlich, reichlich. Weil man sollte ja vor dem Trinken auch was essen, wenn man schon trinkt. Mir gab es Schweinsbraten heute mit Sehr Semmelknödel gut. und ratet mal, wer den gekocht hat. Nicht ich. Nein, wer? Semmelknödel? Die verehrte Conny Wunder von der Halbestadtbar. Boah, herrlich. hat mich angerufen, ich habe zu viel, magst du was holen, Bert, sage ich, das ist nicht selbstverständlich. Die neue Solidarität, gell? Genau, richtig. Ja. Also Dagens Dorme und Schweinsbraten ist ja sowieso eines der besten Pairings, die man überhaupt machen kann. Ne? Ja, das finde ich auch, ja, das finde ich auch. Mir schicken ja nur wenige was, weil ich bin außerhalb der Stadt und ich musste mir heute selbst wieder kochen und es war aber sehr gut. Ausnahmsweise mal ein banales Rinderfilet, allerdings von
also Rindfilet von Höllerschmidt mit einer Sauce aus Schalotten, Kirschen, Portwein, Essig und Mousse Saint-Georges. Mm. Das war sehr akzeptabel. Und natürlich Butter. Alex, ich verfolge das ja. Normalerweise schreibst du ja über gutes Essen. Neuerdings kochst du das selber. Ja, ich kann ja nicht mehr essen gehen, das muss ich selber kochen. Aber ich suche immer noch nach einem Auftraggeber, der mir meine Kritiken über mein eigenes Essen abkauft. Bis jetzt das nicht bekommen. Aber die sind wahrscheinlich sehr einseitig, oder? Oder schreibst du auch schlecht über das Essen? Forum jemanden. Entschuldige? Schreibst du auch schlecht über den Essen oder sind die Kritiken doch recht einseitig? Also das, was ich poste, ist immer nur das, was mir gelungen ist halbwegs. Wenn es nicht gut war, dann poste ich nichts. Okay. Oder wenn es nicht gut ausschaut, dann poste ich auch nichts. Ja, es ist ein Ritual, das mich am Leben erhält, weil ansonsten ist ja der Alltag, wie wir ja dann noch sehen werden, ein bisschen eintönig und austauschbar geworden. Und diese Rituale am Abend in die Küche zu gehen, das Licht anzumachen und das Gemüse zu schneiden und das Fleisch rauszuholen und die Zutaten herzurichten, das brauche ich, das hält mich irgendwie an meiner Existenz. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht genau, warum ich eigentlich den Tag beginne. Weil es ja alles sehr gleichförmig geworden ist. Aber gut, dass du das Gemüse erwähnt hast. Gemüse und das Fleisch rausholen, das dir am Leben erhält, ist natürlich zweideutig. Aber Gemüse, ja natürlich, das war klar, dass du das sagen wirst. Nein, Gemüse natürlich. Ich kann dir nicht enttäuschen. Gemüse natürlich auch, und zwar natürlich von der Evi Bach, die beste Gärtnerin, die auf den Steinweg. Mit der habe ich mit auch telefoniert. Ja, und die hat so kleine Bachkisteln zu einem aberwitzig günstigen Preis. Und damit bin ich super versorgt. Und jetzt arbeite ich zwar nicht so gut wie Taubenkogel, Steyrek und die anderen oder der Alexander Meyer, aber ich habe immerhin das Material zur Verfügung. Also ich kann mich nicht mehr darauf ausreden, dass die Produkte, die Zutaten nicht gestimmt hätten. Und es schmeckt auch wirklich gut. Du musst mit diesem Gemüse nicht viel machen. Das ist einfach da. Das ist einfach super. Na, ich habe mich jetzt für nächste Woche Samstag angemeldet bei der Frau Bach. Ich brauche nämlich wieder Kräuter und Gemüsepflanzen für den Balkon. Ja, nein, das ist großartig. Ja. Und ich habe aber schon gesagt, also, nachdem sie uns jetzt alle angefixt hat, werden wir das nicht akzeptieren, dass sie, wenn sie dann wieder die Restaurants beliefern darf, dass sie uns dann die Quelle wieder abschneidet. Also so wird das nicht gehen. Wenn uns die Leute fragen, was bleibt von Corona, ja, die Bachsalate auch für die Privatgebrauch. Also es bleibt einiges. Also erstens, du kriegst auch jetzt am Naschmarkt beim UMA die besten Fische, weil halt natürlich die Nachfrage ein bisschen gesunken ist, aber die Produktion bzw. der Fischfang ist ja nach wie vor da. Man ist schon verwöhnt zu diesen Zeiten, muss man sagen. Ja. Und das möchte ich nicht mehr runterkommen von diesem Niveau. Ja, da wird einiges bleiben, ja. Also es wird auch nicht bleiben, dieser Lieferdienst bzw. diese Möglichkeit, dich im Restaurant, in deinem Lieblingsrestaurant mit Takeaway einzudecken, wo du dann am nächsten Tag daheim noch einmal aufwärmen kannst. Das wird auch bleiben. Hoffe ich zumindest. Ich glaube auch. Also was bei mir bleibt, ich habe mir jetzt angewöhnt, musste mir angewöhnen, Kaffee zum Spaziergang mit den Kleinen mitzunehmen. Und der schmeckt bei weitem aus der Thermoskanne wesentlich besser als der Großteil, den man so auf dem Wege irgendwo kaufen kann, zum Mitnehmen. Natürlich. Das überteuert ist, ja. Das bleibt ja auch. Ja, absolut. Ja, das hoffen wir doch, oder? Ja, das hoffen wir doch. Ja. Also theoretisch müsst ihr könnt ihr ja alles so bleiben, nicht? Aber dann doch nicht. Ich bin wieder auf ein professionell zubereitetes Essen. Genau, ich meine ja, wenn eine wirtschaftliche Situation eine andere wäre, könnte ich mich auch dran gewöhnen an diesen Tagen. Ja, so ist es. Ich glaube auch, gehen wir mal zum Thema Cocktails. Ich glaube ja, dass Lieferservice mit Cocktails auch eine Sache ist, die bleiben wird. Oder ja, das wäre nicht gut. Also wir haben ja, wo ich wohne, in Berchtoldsdorf, gibt es ja die Burgbar, die hat zumindest einen sehr guten Ruf und ich gehe da auch hier und da mal hin. Und die haben das dann versucht, dann haben sie die Nachbarn verpetzt. Es war ein bisschen schwierig, weil natürlich das Denunziantentum überall lebt und auch hier. Und die machen das. Mhm. Also die machen das. Also ich glaube, mit auch einem akzeptablen Erfolg. Also natürlich ist es für viele auch ein bisschen eine Möglichkeit, dass sie gerade halt die Miete zahlen. Aber ich glaube, die Idee, dass man sich einen Cocktail mit heimnimmt, ist eine großartige. Ja. Es muss halt dann auch was kosten dürfen, gell? Ich denke auch, das wird dann glaube ich, für so Feiern, du machst dann eine Grillparty, die letzten paar Freunde, dann ist es Sommer, du hast keine Lust jetzt mit den Kumpels nach dem
Steak noch in die Bar zu gehen, bestellst du die Cocktails nach Hause in den Garten. Oder was ja, ich finde das großartig, weil mich diese Überwachung sobald du aus einer Bar gehst, diese Kontrolle schon quasi als Fußgänger ohnehin völlig nervt. Den kann man natürlich nicht gehen, wenn man einfach daheim stauft. Frage in die Runde. Habt ihr euch immer kontrolliert gefühlt, wenn ihr betrunken nach Hause geht oder zumindest leicht angeschwipst? Also ich wäre froh, wenn es öfter wer kontrolliert hätte, aber wären die Stürze weniger gewesen. Aber ich meine, um es nochmal einzuwerfen, wegen diesen Lieferservices und so weiter, es gibt ja grundsätzlich, wenn man das ganze Netz beobachtet, sind ja zwei Teile, die es gibt. Das eine ist das Lieferservice, die, muss man auch sagen, mit einem erheblichen personellen Aufwand betrieben wird. Also das ist teilweise, finde ich, auch ein bisschen so Beschäftigungstherapie für Barbesitzer und so weiter, die ja selber das ausliefern. Finanziell durchzukalkulieren, glaube ich, wird schwer sein. Da muss man wahrscheinlich die andere, wenn das weiter bleibt, in anderen Kuverturen denken. Genauso wie du gesagt hast, bei einer Grillparty, dann bestellst du jetzt nicht, so wie der Bert gezeigt hat, einen Drink, sondern du bestellst halt irgendwie 0,75 von einem Drink, aus, weil sonst, glaube ich, wird das Ganze ein bisschen, also finanziell allein, wenn du denkst, dass es Botenkosten mit einzuberechnen, dann sind, wenn du die Drinks zu einem Preis verkaufst, der dasselbe ist wie in einer Bar, schwer zu kalkulieren. Das andere ist ja das zweite Teil, den man ja sieht im Netz, ist ja der, dass er macht deine eigenen Cocktails. Also viele zeigen ja, wie man mit relativ wenig Aufwand Cocktails selber machen kann, mit Kompottgläsern, Shaken und so weiter. Also unter Umständen werden die Leute dann irgendwie selbstständiger und kaufen sich die Cocktailzutaten selbst und machen etwas selber, ohne dass man groß halt auf Mixology oder irgendwas Wert legt. Also das sind wahrscheinlich zwei Ebenen zu berücksichtigen, was bleibt. Aber natürlich kann es sein, in den nächsten Monaten wahrscheinlich, wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, dass mehr, was das betrifft, zu Hause stattfinden wird. Also was mich betrifft, ich sehe ja das Daheimessen oder auch wenn ich jetzt mir was liefern lasse, nicht als Ersatz fürs Restaurant. Weil man geht ja in ein Restaurant, auch in eine Bar, wenn man in eine Bar gehen will und wenn man das Gesamte haben will. Also im Restaurant geht es ja auch nicht nur ums Essen, sondern es geht um das Gesamte, es geht um die Atmosphäre und um den Service und auch um die Leute, die man dort trifft oder auch die am Nebentisch sitzen. Und das ist ja bei einer Bar noch ärger eigentlich. Da geht man ja auch wegen des Gesamterlebnisses hin. Ich glaube nur, dass es eine Erweiterung ist und wenn es alle gut machen und wenn die Anbieter das so kalkulieren, dass alle ein Geschäft machen, wird man natürlich herausfinden müssen, da wird das eine Bereicherung sein, weil dann sagst du einfach, ich habe halt Gäste und ich bestelle jetzt 12 Drinks, den Boten, den schlage ich drauf, das ist mir ja egal, die 30 Euro oder was das kostet, weil ich kann diese Drinks ja daheim eh nicht zubereiten und genauso ist es mit dem Essen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht am nächsten Tag dann in diese Bar wieder gehe. Also im Idealfall heißt es eigentlich, dass es mehr Geschäft gibt, und dass es mehr ist, aber jeder weiß, und ich weiß das jetzt vom Kochen auch, das ist ja überhaupt keine Frage, dass es im Restaurant natürlich dann eine ganz andere Leistung ist, auch wenn ich ja so sage, ich koche sicher ganz gut, aber wenn ich dann in ein Restaurant gehe, da geht es auch dann nicht mehr nur ums Essen am Teller, sondern um das Gesamte eben, und das ist ja in einer Bar genauso. Und da muss man halt auch forciert kalkulieren und sagen, ja, die Qualität muss euch das Geld wert sein, und das heißt, der Cocktail, der 10 Euro kostet, da kostet halt die Ladung 100, nicht? Wenn du jetzt 6 bestellst oder 7 und dann mit dem Boten, das kostet halt dann 100. Und wenn es das wert ist, ist gut, und wenn nicht, dann nicht. Man muss ja nicht. Jetzt muss man. Aber ich glaube, meine Hoffnung wäre schon, dass das später mal ein bisschen eine interessante Geschichte wird. Und das mit dem Alkohol von wegen beobachtet, natürlich fühle ich mich nicht beobachtet, aber es ist halt einfach angenehm, wenn du nach dem Trink nicht mehr ins Taxi steigen musst. Ja, das ist einfach angenehm. Ja, das war vor 20 Jahren war das nicht so und das ist jetzt so und das ist auch in Ordnung. Aber es ist einfach angenehm, wenn du das nicht mehr musst. Und wenn du sagst, ich hätte jetzt gern mit Gästen daheim die ganzen guten Sachen. Ja, aber es ist genau, was du hast, vollkommen recht, Alex. Ich meine,
Es gibt ja einige Projekte, hat es schon gegeben, diese Cocktail-Services zu machen. Der Andi Hobermeier hat immer wieder davon erzählt, mit Schawan gemeinsam. Aber da ging es halt immer um eine Mindestbestellmenge von 100 Euro. Und das ist halt nicht, was du alleine trinkst, sondern das ist in einer Gemeinschaft machst, wo es dann wirklich egal ist, ob du 20 oder 30 Euro Lieferdienst dazu hast. Aber das ist sozusagen Post-Corona. Ja, aber da kriegst du halt wirklich eine Flasche Gin dazu und so weiter. Also das sind natürlich Mengen, wo man sagt, ja, dann zahlt es sich aus. Aber ja, so ist es. So jetzt, wie welche sehe, wie Moby Dick, Parfümerie, alle, auch Kahn, alle mit 40 Sackern und irgendwas so Einzelcocktails, 2-3 pro Kunden austeilen, das ist wahnsinnig schwierig. Halte ich für wirklich eine Notmaßnahme, wie du sagst, das ist auch in der Gastronomie so teilweise eine Beschäftigungstherapie, damit man, so wie ich mein Kochen ja daheim auch als Beschäftigungstherapie sehe teilweise, damit man halt auch irgendwie eben den Rhythmus nicht verliert und den Kopf hochhält. Ja? Aber aus der Idee, also nicht jetzt das daheim Kochen, sondern des Takeaways, beziehungsweise auch der Takeaway-Cocktails, beziehungsweise letztendlich auch des Lieferns bei einer bestimmten Summe, das kann ich mir eigentlich ganz spannend vorstellen. Ich habe gehört, dass es in New York eigentlich schon ziemlich geflogen wird, zumindest in der Gastronomie, und ich würde mir das eigentlich in Österreich wahnsinnig wünschen. Natürlich zu einem adäquaten Preis, ja? So wie es auch in der Gastronomie einen Preis kostet und sicher nicht für ein oder zwei Leute. Also das wäre dann wahrscheinlich in der letztendlich zu teuer. Aber der Preis sollte nicht das Thema sein, es sollte Qualität sein. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das, also ich würde das super finden, und ich glaube, dass das ein Modell ist, von dem wir alle profitieren könnten. Und es würde nicht bedeuten, dass die Bars und die Restaurants deshalb weniger Gäste haben, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Also man geht in eine Bar nicht nur wegen des guten Cocktails. Das sind noch andere Argumente. Und da spielt die Musik mit und die Leute und der Bartender selbst und das ganze Ambiente dort, aber ihm das taugt oder nicht. Und das gleiche gilt auch für ein gutes Restaurant. Roland, hast du dir schon Cocktails liefern lassen? Nach wo wohnst du eigentlich? In der Neustadt. Ja. Ja, das Problem ist, dass die meisten ja nicht hierher liefern. Gestern erst ein Angebot wieder ablehnen müssen. Abgesehen davon, ich bin ja froh über jeden Drink, den ich mir selber zubereite, weil einfach das Flaschenlager ein bisschen weniger wird bei mir. Also die Notwendigkeit, Drinks zu bestellen hierher, gibt es eigentlich nicht wirklich. Was man aber sagen muss, ist, dass das Modell eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also wir haben, wenn man die Rückmeldungen aus Graz hört zum Beispiel, sind die bei 80% des Normalumsatzes, wobei natürlich immer dazu gesagt werden muss, dass auch zu anderen Zeiten geliefert wird. Das heißt, es wird nicht um 2 in der Nacht geliefert. Das heißt, die Kostensituation ist eine völlig andere. Du kannst das ganze Ding tagsüber preppen und alles herrichten. Also wenn die Abläufe gut geplant sind, ist es durchaus ein cleveres Modell, wo die Leute einfach dann spätestens um Mitternacht da zu Hause sind und zumindest einmal 70% des Umsatzes, vor allem über die Woche gerechnet. Natürlich, Bar ist immer Spitzen am Wochenende, wenn man jetzt nicht wirklich irgendwelche Innenstadt-Top-Lagen hat. Das heißt, er macht jetzt am Dienstagabend aber genauso Umsatz mit Lieferung. Das heißt, es verschiebt sich ein bisschen, aber in Summe, die Zahlen sind gar nicht so uninteressant. Es gibt Sammelbestellungen, das war eine ganz interessante Geschichte gestern aus Mödling, die Situation hat, dass jetzt zwar Luftlinie von Wien nicht weit weg ist, aber nominell ist es natürlich ein anderes Bundesland, wird nicht beliefert. Was hat die Gute gemacht? Die hat sich einfach mit 20 Nachbarn zusammengeredet, hat eine Liste erstellt, hat letzten Endes 40 Drinks bestellt, hat die persönlich abgeholt und hat sie auch persönlich mit ihrer Schwester ausgeliefert. Also es gibt da sehr interessante Geschichten, wie sozusagen auch Stammgäste ihre Bars unterstützen. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz interessantes Zeichen und unterstützt da das, was ihr gesagt habt. Natürlich geht es ja darum, dass es in der Bar und mit den Leuten dort immer anders schmeckt wie zu Hause. Und dazu kommt, dass ja so ziemlich alle, die ich kenne, die professionell mit Getränken zu tun haben, zu Hause so gut wie gar nichts trinken. Aus vielerlei Gründen einfach, um irgendwie Detox-Tage zu haben, um auch nicht in diese Alkoholismusfalle zu gehen, dass du allein trinkst, was einer der schlechtesten Starts ist, weil du dann natürlich immer in Routinen hineinkommst und okay, und mein 9 Uhr Abend-Whisky muss immer sein und so weiter. Und das Ganze ist natürlich eine schiefe Ebene, auf der einiges passieren kann, aber nicht muss. Und wie gesagt, insofern
ist, glaube ich, der soziale Aspekt ein ganz wichtiger. Und das merkt man bei mir beim Donnerstagsbranntweiner, wo ich normalerweise immer um 7 in der Früh bin. Da gibt es den Herrn Josef. Der Herr Josef geht dort eigentlich hin, um Zeit zu verbringen. Er konsumiert zwar zwei Bier, aber die Bier sind eigentlich relativ gut. 7 in der Früh? Naja, Frühstück. In Wiener Neustadt? Selbstverständlich. Du bist Frühstück im Brandwein am Donnerstag? Um 7. 7.10 Uhr ist immer eine Blindprobe, also ein Weinrätsel, das einfach immer blind eingeschenkt wird. Und wie gesagt, der Herr Josef steht mit seinem Bier, wir sitzen mit unserem Weinrätsel. Und er hat schon eine recht interessante Beobachtung gemacht, wie das Rauchverbot gekommen ist im Lokal. Da ist nämlich draufgekommen, dass er mit seinen zwei Bieren viel schneller fertig ist. Und für den war einfach im Tagesablauf eingeplant, von 7 bis 8 bin ich mit meinen zwei Bier und 5 Zigaretten im Tschecher. Das Problem ist, jetzt sind die 5 Zigaretten weggefallen. Plötzlich hat er nach 12 Minuten die beiden Biere irgendwie getrunken gehabt. Und das ist natürlich für den eine komplette Durcheinanderwürfelung seines Tagesablaufs. Aber nichtsdestotrotz, er geht hin, um dort einfach sozialen Kontakt zu haben. Er ist alleinstehender Frühpensionist mit knapp 60 und das strukturiert unter anderem seinen Tag. Das war jetzt sozusagen die etwas traurige Variante, aber natürlich gibt es auch die hedonistische Variante, dass man einfach Sozialkontakte sich in der Bar sucht. Da geht es jetzt gar nicht unbedingt bis hin zum Aufriss und dem Vollzug danach. Es geht auch um ganz normale hochstehende Gespräche, aber auf jeden Fall, der soziale Aspekt ist halt zu Hause nicht so gegeben, wie wenn du in irgendeiner cozy Bar bist. Das ist ganz einfach so. Nein, wir kennen die typischen Barflies, die tatsächlich jeden Abend in ein, zwei, drei Lokalen auftauchen, eigentlich nur da sitzen, wildfremde Menschen ansprechen und ansonsten sich mit dem Drink zufrieden geben oder mit dem Face-to-Face-Gespräch mit dem Barkeeper, ja? Ja. Also, du wirst ja Beckens Kopf zum Beispiel kennen in Berlin. Für mich ist das eigentlich das extremste Beispiel und ich weiß nicht einmal, wie der Gast heißt, aber bin normalerweise, wenn ich in Berlin bin, zu irgendeiner Unzeit, kurz vor Schluss dann halt immer dort. Und egal, ob wir um 9 dort auftauchen oder um 2:30 in der Früh, es sitzt dort immer der Stammgast, ja, meistens auch schon ein bisschen schläfrig, in diesem Ledersessel. Und der hasst es, angesprochen zu werden. Ja, also der sitzt wirklich, das ist so Fernsehersatz, ja, und ist aber offenbar immer dort. Ja, wie gesagt, ich bin sehr unregelmäßig dort, aber immer, wenn ich dort bin, treffe ich den dort. Also das gibt es natürlich. Ob das jetzt sozusagen das erstrebenswerte Ziel ist, dass wir das alle mit 65 machen wollen, sei es mal dahingestellt, aber es ist ein Lebensplan. Ja, vielleicht wartet er auf jemanden. Wenn es schon Beckets Kopf ist, ist das Warten ja irgendwie ziemlich naheliegend, oder? Ja, vielleicht ist er auch nur schnell Zigaretten holen gegangen. Aber nochmal zurückzukommen auf das Lieferservice, was mir der Schiller erzählt von der Parfümerie, ist, dass er durch das Lieferservice Kunden quasi akquiriert hat, die sonst normalerweise nie in seine Bar kommen würde. Und da sehe ich dann natürlich auch einen Vorteil, dass du, I don't know, irgendwie Leute, die sagen, ja, irgendwie muss ich die Zeit auch umbringen oder vorbeibringen. Und dann, dass du sagst, ja, schau, da gibt es Lieferservice, jetzt hole ich mir mal einen Cocktail rein und bin vorher nie ein Bargänger gewesen. Und unter Umständen kannst du da eine kleine Gruppe an Leuten wieder ansprechen, die dann vielleicht nachher dann, wenn es wieder offen ist, dann doch wieder auch in die Bar gehen. Aber nach Schills Meinung, er sagt, er hat eigentlich viele, gar nicht so sehr seine, teilweise natürlich seine Stammgäste, die das unterstützen wollen, aber ein großer Teil von denen, die er jetzt beliefert, sind vollkommen Neukunden, die das irgendwie über Medien, über Social Media mitbekommen haben und sich das einfach als Ablenkung mal leisten. Ja? Also so gesehen kann man das auch als... Die vorher nie gekommen sind, Cocktails zu trinken und jetzt gemerkt haben, aha, da kann man was ganz Neues bestellen, außer Pizza und Burger. Jetzt gibt es da auch was Flüssiges. Dabei ist ja die Pizza das widerlichste Lieferservice-Ding überhaupt. Weil ja, ich habe noch nie bei einer Pizza sehr... Das widerlichste, was man sich liefern lassen kann, weil das ist immer kalt. Ich habe noch nie bestellt. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, sowas zu essen. Aber ich glaube, also sowohl Burger als auch Pizza, wenn das frisch kommt, ist das großartig. Aber wenn du das so an ein Ding oder Sushi, das geht ja auch überhaupt nicht. Also eigentlich ist das Lieferservice für Essen schon enden wollend. Das ist wahrscheinlich bei Drinks sogar einfacher. Aber bei Essen ist es. Bei mitgeschickt, ja. Ja. Also bei Essen, die meisten machen ja irgendwie so Sachen, die man halt im Glas eingekocht oder zubereitet, dann sich aufwärmen kann.
und da ist wahrscheinlich der Heinz Reitbauer führend, aber in Wahrheit ist Lieferservice wirklich also eher schwierig, muss ich sagen. Also ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie mehr eine Pizza liefern lassen, geschweige denn Sushi oder irgendwas anderes, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das ist irgendwie für mich undenkbar. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich so weit außerhalb von Wien wohne und dass das irgendwie nicht praktikabel ist. Wenn ich mir jetzt von der Pizza Marie oder von irgendjemandem oder vom Riva was liefern lassen würde, dann kostet mir das so viel, da kann ich gleich im Taxi reinfahren. Aber es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Ja. Naja, aber der Punkt, den der Christoph angesprochen hat, ist glaube ich schon ganz richtig. Weil es gab ja das Modell mit den Cocktails schon bisher. Ne? Es gab Bottled Cocktails in der Josef Bar, es gab ewig die Bottled Cocktails, die der Kahn fürs Hilton gemacht hat. Aber hier tatsächlich dann zu sagen, ich bestelle das einmal, war sicher für viele noch einfach zu riskant. Ja? Für die, die die Barqualität gewohnt waren, die lassen sie nicht liefern. Das ähnliche, wie Alexander sagt, wenn ich eine perfekte Pizza kriege, die genau vor 20 Sekunden aus dem Ofen gekommen ist, dann habe ich kein Animo, das irgendwie mit 30-minütiger Verzögerung irgendwie labrig aus dem Karton zu essen. Und ich glaube, so ein bisschen die Angst war natürlich auch bei diesen Bottled-Cocktails da. Ja. Obwohl es technisch natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist, weil du hast keine Perishables in der Regel dabei, du hast da keine Beilagen, die irgendwie durchsuppen oder die du noch selber herrichten musst, sondern im Prinzip sind das alles Dinge, die entweder Buße und Buß sind, das heißt im Prinzip sowieso stabil sind oder halt irgendwie nochmal mit einem Filler oder so aufgegossen werden. Aber ich glaube, dass diese Geschichte schon einen ziemlichen Boost erfahren wird. Wie gesagt, angeboten haben es durchaus, ich muss jetzt nicht quantifizieren, aber ich würde jetzt sagen, so sicher 15-20% der Bars haben das grundsätzlich, das Know-how dafür und auch das Equipment gehabt. Und man hat ja gesehen, wie schnell sie sozusagen im Liefern waren. Und das war nicht irgendwie zusammengestoppelt, so wie es bei den Essenslieferungen waren, dass irgendwelche Rexgläser da mit irgendwelchen abgekratzten Etiketten am Anfang im Spiel waren und so weiter. Sondern bei den Drinks ist es von Anfang an sehr, sehr professionell, auch vom Packaging gelaufen. Und das zeigt natürlich, dass das Know-how da war, aber offenbar die Nachfrage natürlich enden wollend war, weil es einfach eine gewisse Schwellenangst gab. Aber ich glaube, die ist jetzt eindrucksvoll widerlegt, auch durch diese Gimmicks, die dabei sind, die irgendwie ganz nett sind. Du hast sogar Knabberzeug dabei, so wie es der Bert erzeugt hat und so weiter. Ja. Also ich glaube, das erweitert das grundsätzliche Geschäftsmodell schon. Ja. Ob es dann tragfähig ist, ob man jetzt in der Woche 200 Drinks in der Zustellung verkauft, wird jede Bar für sich entscheiden müssen. Aber grundsätzlich hat es zumindest gezeigt, dass die Leute bereit sind, hochwertige Drinks und das aber beim Preisthema. Wie gesagt, das Preisthema ist ja mit dem ersten Drink mit 12 Euro gesetzt worden, was ja eigentlich relativ hoch ist. Also ist für das, dass man sagt, wo die Getränke in der Bar beginnen, beginnt meistens irgendwas unter 10 Euro. Hier gleich mal mit 12 Euro eingestiegen, um auch diesem Dumping-Wettbewerb dann in der Zustellung zu entgehen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ganz wichtig. Wenn der Erste mit 8,50 Euro zustellt, dann hat der Zweite, der realistische Kosten verrechnet, ne, der kostet dann gleich 50% mehr, weil er nimmt der 12,50, geht ja gar nicht. Und das ist, was in Deutschland teilweise passiert. Ne? Also wenn man die Vierer-Drinks durchrechnet, die in Deutschland teilweise angeboten werden, dann bist du irgendwie auf 5,60 pro Drink oder so. Und das ist etwas, das ist schwachsinnig. Ja, aber erstens ist die Zahlungsbereitschaft da und zweitens sind die Kosten da, ja, mehr denn je. Und hier sozusagen in ein Dumping zu gehen und eine Selbstausbeutung ist einfach wirklich dämlich. Ja, ja, Deutschland ist ja das Paradies des Billigpreises. Ja, ja, sowieso. Sollte man sich in keinem Fall zum Vorbild nehmen. Was mir halt jetzt nach 5 Wochen Shutdown auffällt, ist diese... Oder 6 war ja Wahnsinn. Ehrlich, ja. Unfassbar. Man verliert ja das Zeitgefühl. Was mir auffällt und was der Roland auch anspricht, ist die Disruption der Geschäftsmodelle. Ich glaube, dass eben die, also ich hoffe es, dass die Gäste und die Kunden von dieser Möglichkeit nicht mehr abkommen werden wollen. Und dass da sich im Idealfall, ja, wenn man jetzt das positiv sieht, ein neues Geschäftsfeld auftun wird, ohne dass das alte Geschäftsfeld Leiden nimmt. Ich glaube, dass die Geschichte noch länger dauern wird. Und also wir wollen hoffen, dass es nicht noch einmal mühsam wird, aber es wird zumindest länger dauern und es könnte auch im Herbst noch einmal länger dauern. Und deswegen ist das für die Bars ein super Geschäftsmodell und für die Kunden eine großartige Idee, dass man nicht seine Sucht irgendwie abbrechen muss. Und ich glaube, dass die Leute davon nicht mehr loskommen werden wollen.
Und das halte ich für sehr gut, halte ich für sehr positiv. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Geschäftsmodelle sprechen, und da hat der Bert auch irgendwie so dazu eingeladen, ich meine, die Anfangsfrage besteht dann, wie sieht es mit unserem eigenen Geschäftsmodell an? Wir können ja, klar, also wir können jetzt über Bars philosophieren, wie sie tun, was wird. Natürlich, was ja. Ich meine, ja. Aber gut, dass du sagst, ich wollte auch. Also ich kann nur von meiner Warte sein, ich habe halt, ja. Oder wir haben alle das Problem, dass wir einfach in einem quasi Luxussegment arbeiten. Das heißt, wir schreiben über Bars, über Spirituosen, über Essen und Trinken. Ich schreibe dann auch sehr viel über Kunstauktionen und Kunstmessen. Und mir ist dann halt ab März, also man weiß eh, wie viel, dass alle Kunstmessen abgesagt wurden, dass auch die Kunstmessen, die noch stattgefunden haben, wie in Maastricht und in Madrid, eigentlich Herde von Corona-Verbreitung gewesen sind. Die nächsten, meines Erachtens, wenn dann irgendwie geplant im September, Auktionen sind verschoben bis Juni, die Bars sind nicht offen, Präsentationen von oder Launching von Spirituosen gehen nicht weiter, Magazine sparen ein. Also meine Frage wäre dann auch an uns quasi Leidtragende, die jetzt vielleicht zu Hause Cocktails machen und ihre Backbar langsam dezimieren, aber wie lang wird es gehen oder wie sieht es bei euch aus? Ja, ich sehe da eher ein bisschen schwarz. Also ich sehe, meine Auftragslage hat sich natürlich eingetrübt. Die ist gar nicht frühlingshaft, sondern eher frühwinterlich, weil teilweise Verlage ihr Geschäft niederlegen. Also einige Verlage aus Deutschland, die haben einfach mehr gesagt, wir produzieren jetzt nichts. Ja? Die Verlage sind ja, die Werbung sind ja von der Gesamtwirtschaft betroffen. Die kriegen natürlich durch diese ganze Corona-Krise noch einmal eine weitere Delle. Die sind eh schon verbeult und geschlagen, wie ein altes Auto oder wie ein oft benutztes Glas. Die kriegen jetzt eine weitere Delle und das ist eher das Problem, weil also da wo sozusagen das noch halbwegs in Ordnung ist, zumindest in meiner Branche funktioniert es, weil die Kollegen Korte oder Holzer schreiben mal jetzt über Lieferservices. Das wird so irgendwann einmal vorbei sein, aber zumindest. Eben, das ist ja auch nur temporär, oder? Ja, aber das Thema ist zumindest ist einmal in Ordnung. Was mich betrifft, ich habe solche Jobs nicht. Ich habe jetzt noch einige Sachen zu tun und es kommen immer wieder Kleinigkeiten rein, aber es ist natürlich viel weniger. Das ganze Reisen, also Leute besuchen, reisen, Restaurants besuchen, Restaurants testen überhaupt, was ja jetzt nicht mein Hauptfokus ist, aber natürlich mache ich das nebenbei. Das ist vorbei zurzeit. Es gibt natürlich, wie du sagst, es gibt keine Messen, es gibt keine Veranstaltungen, keine Weingeschichten, es gibt keine Tour de Vin, es gibt keine Weinmesse mehr in Wien, es gab nichts mehr, es gibt auch keine Reisen mehr irgendwo hin, du kannst nirgendwo mehr hinfahren. Das wird sich hoffentlich im Sommer bessern oder im Frühsommer, dass man wenigstens wieder kleine Geschichten recherchieren kann. Aber es ist natürlich bitter und die Sache aber bei uns, also ist natürlich, wenn man für Medien arbeitet, ist das ja bei den Bar- und Restaurantkunden wird der Hunger und der Durst ja ungebrochen sein. Aber bei uns ist natürlich, das ist sowieso ein Geschäftsmodell, das wackelt, nicht? Das wissen wir ja alle. Und es wird nicht besser werden mit Corona. Also wird nicht besser. Wie, Roland? Darf ich kurz fragen, warum glaubst du, dass das Geschäftsmodell grundsätzlich wackelt? Weil Medien und Werbung und das alles durch unterschiedliche Gründe einfach seit 10 Jahren immer, das wird einfach immer prekärer, nicht? Also der Standard zum Beispiel bietet seit dem ersten Tag des Shutdowns um Mithilfe, also dass die Leute spenden sollen. Das ist ja nicht, weil es ihn jetzt erwischt hat, sondern weil der Standard halt immer schon Probleme hatte die letzten Jahre. Und da gibt es ja genügend Zeitungen und Medien im deutschsprachigen Raum und im gesamten Raum. Und die werden natürlich jetzt noch mehr getroffen, weil die Medien leben vom Werbegeld und die werbetreibende Industrie, die ist natürlich jetzt extrem sozusagen nachdenklich und vorsichtig und streicht teilweise Budgets und das schlägt sich auf die Medien durch und das schlägt sich natürlich dann auf das Geschäft der freien Journalisten noch mehr durch. Ja? Das ist ja ganz klar. Und da muss man sich sicher was überlegen. Ja? Also ich habe jetzt das Glück, dass ich noch ein bisschen, ich habe genug zu tun, aber die Auftragsbücher sind nicht gerade voll, muss ich sagen. Ja?
Bei dir, Roland, wie sieht es bei dir aus? Das ist jetzt unsere Situation, gell? Also. Naja, ich habe letztes Jahr eigentlich bei mir die komplette finanzielle Situation umgestellt und ein bisschen Immobilien verkauft. Das heißt, im Prinzip relativ unabhängig. Der Graf. Das heißt. Brandweinstuben oder was? Genial. Also im Grunde habe ich irgendwie einen ziemlich ausgedehnten Urlaub hier da bei mir am Lande und muss sagen, auch die Produktionen laufen weit relaxter, als sie unter dem Vollstress ablaufen, der natürlich für freie Journalisten immer heißt, dass alle immer alles gleichzeitig wollen. Das heißt, wenn diese vielbesprochenen Termine, Messepräsentationen, irgendwas sind, dann wollen alle gleichzeitig irgendwas davon. Das geht mitunter natürlich schon auch auf die Qualität, ich meine, das muss man ganz offen sagen. Während jetzt einfach sehr, sehr langsame Produktionszyklen sein. Ich glaube, ich habe noch nie so viel am Stück geschlafen wie die letzten Wochen. Also das ist sehr angenehm. So ein klassisches Staatskünstler-Dasein, also vor 11 Uhr bin ich nicht aufgestanden und vor 13 Uhr gibt es kein Telefon. Also im Prinzip ein sehr relaxtes Dasein. Und die Sonne scheint eh bis 18 Uhr noch auf dem Liegestuhl. Also irgendwie muss man sagen, funktioniert das ganz gut. Es geht uns aber, nicht so schlecht, ja. Bitte? Es geht uns nicht so schlecht. Nein, aber um es ein bisschen ernsthafter zu sagen, ist natürlich das eine, was Alexander gesagt hat, natürlich relativ tragisch, weil es war die letzten Jahre so, dass von den zwei Erlöstangenten im Printbereich der Copypreis eigentlich der immer unwesentliche war und eigentlich nur mal die Anzeigen eigentlich das Geld gebracht haben, natürlich auch mit dem digitalen Teil. Mittlerweile durch die Krise haben die meisten Medien so viele Zugriffe und Leser wie überhaupt noch nie, ja, weil natürlich schon die Glaubwürdigkeit eines klassischen Mediums eine völlig andere ist, wie von irgendeinem Blogger-Girly, das mir jetzt Schminktipps gibt. Das war übrigens die positivste Meldung, die ich letzte Woche gehört habe, dass jetzt plötzlich alle Influencer 70% Einbußen haben, was mich ins Mark getroffen hat, weil ich bin natürlich mit dem unbekanntesten Blog Österreichs natürlich da voll dabei. Wobei dadurch, dass ich überhaupt null Einnahmen habe mit dem Blog, die 70% Einbuße davon jetzt alle zusammen. Call.at, richtig? Bitte? Genau. Trinkprotokoll.at. Ich muss jetzt nachschauen, das ist so unbekannt, ich weiß jetzt gar nicht, aber genau, wer hat Trinkprotokoll? Vergessen, oder? Ja, genau. Aber das Zweite ist natürlich, und das würde jetzt trotz unserer Befindlichkeit ganz gern nicht überspringen, weil das, was zuerst gesagt worden ist über das Geschäftsmodell der Bar, wenn man das noch ein bisschen zuspitzt und ein bisschen böser sagt, dann zwingt die Krise natürlich dazu, dass sich auch die Bar jetzt mal überlegt, was sie im digitalen Zeitalter macht. Das war ja für sehr viele Bars überhaupt keine Frage. Facebook, ja, nein, bin ich ein bisschen, wenn es lustig ist, dann poste ich einen Drink. Das hat aber kein Geschäftsmodell. Ja. Da geht's, das ist ganz normales Flagge zeigen, ist ein bisschen Werbung. Aber mit dieser Geschichte, mit den Zustellungen, da geht es jetzt plötzlich darum, tatsächlich auch einmal das Geschäftsmodell ein bisschen zu erweitern. Auch diese, es geht ja nicht nur darum, Drinks zuzustellen, sondern auch so Dinge, miete mich als virtuellen Barkeeper, fasse 10 Freunde zusammen und ich sage euch mit dem, was ihr im Kühlschrank habt, was ihr für Drinks machen könnt. Das sind Consulting-Angebote. Ja? Das ist nichts anderes. Das kommt vielleicht ein bisschen hipper jetzt daher. Aber im Grunde ist es eine Erweiterung des bisherigen Geschäftsfeldes. Das man mögen kann, das man machen kann, nicht muss. Aber erstmalig muss jede Bar jetzt tatsächlich eine Antwort für sich selber geben. Möchte ich mich digital in irgendeiner Form auch verkaufen? Oder nicht. Ne? Und wir haben letztens eine Diskussion zu dem Thema gehabt. Mit wem? Für manche war das. Bitte? Mit wem habt ihr diskutiert? Wiener Bar Community. Ah ja, da war ich nicht dabei. Wo das Thema plötzlich da war. Und für viele war das halt schon neu. Ja, was soll ich da im Internet jetzt machen? Ja, jetzt nämlich außer Schirmchen-Drinks posten und sagen, hurra, ich war jetzt in Kuba und das ist der tollste Rumproduzent überhaupt oder so. Aber jetzt tatsächlich als Geschäftsmodell was zu tun. Und ich glaube, das ist ein Weckruf, der in allen anderen Branchen, wenn du Schuster bist oder Buchhändler, dann hast du das vor 5 Jahren schon überlegen müssen, weil sonst gäbe es die gar nicht mehr. Für die Bar war das teilweise zumindest sehr neu. Ja? Nämlich, dass es auch geschäftlich relevant sein kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, das uns sicher noch länger beschäftigt, egal wie die individuelle Antwort dann auch ausfällt. Aber das haben wir ja jetzt eh schon besprochen. Entschuldige, dass ich da jetzt... Ja, das war es auch schon. Nicht. Aber die Frage ist tatsächlich, wie natürlich sich in den kommenden Wochen und Monaten das, wie es der Bert ja eigentlich ursprünglich gestellt hat, wie sich ich will jetzt gar nicht das Wort Geschäftsmodell verwenden, aber ich tue es jetzt trotzdem,
von Wein, Fress, Bar und so weiter. Und also von Reisejournalismus brauchen wir ja gar nicht mehr reden, weil das definitiv tot entwickeln wird und was da sein wird. Ja? Weil zum Beispiel, also wie du richtig sagst, und wie ich auch vorhin gemeint habe, also es wird das Geschäft der Restaurants und Bars und der Gastronomie ein wenig verändern. Und wenn alles gut läuft, gewinnen sie. Aber zum Beispiel Reisen virtuell kann man mal vergessen. Und dann Reisejournalismus kann man auch vergessen. Das ist einfach uninteressant. Ja? Weil über virtuelle Reisen zu schreiben oder über virtuelle Hotels oder so, das ist einmal, das spielt man überhaupt nicht. Und ein Delivery Service von den Malediven oder von Capri oder von Mexico City ist mir dabei nicht bekannt. Wird es wahrscheinlich in nächster Zeit nicht geben. Das heißt, das, was wir da teilweise machen und auch wie der Christoph gemeint hat, dieser sozusagen Lifestyle-Luxus-Segment-Journalismus, den wir uns da angeeignet haben, das ist schon interessant, wie ihr das macht. Weil ich zum Beispiel, ja, ich ziehe mich jetzt darauf zurück, dass ich jetzt einmal ein Kochbuch schreibe. Das war aber eh schon geplant seit einem halben Jahr. Und dann halt andere Dinge mache. Aber die langfristig ist schon die Frage. Ja? Weil zum Beispiel, ich schreibe auch immer wieder über Städte oder über Restaurants irgendwo. Und das werde ich ja wahrscheinlich auch da und dort machen. Also sich die Bar-Szene von Berlin oder von New York, das kannst du vergessen. Das ist einfach uninteressant. Ja, ich glaube, dass du es aus mehreren Gründen vergessen kannst. Weil natürlich auch nachdem diese erste Wiedersehensfreude vorbei sein wird, wenn sozusagen Lokale und Bars wieder besucht werden dürfen, dann werden auch sehr viele Leute einfach ihren Konsum einschränken. Ja, weil natürlich im Zuge dieser Krise natürlich sehr viel Folgeeffekte und Backlashes kommen, von denen wir heute noch gar nichts sehen. Ja, ich meine, Dinge, die jetzt nicht produziert werden in der Kurzarbeit, die kann halt in einem halben Jahr keiner kaufen. Ja, also das ist Geschichte, wo wir jetzt, glaube ich, nur mal die Eisbergspitze sehen. Das ist aber jetzt sozusagen nur mal die Nachfrageseite. Ja, natürlich muss ja irgendein Leser und damit auch jemand, Reiseveranstalter oder wer auch immer, der dann sozusagen dafür auch die Anzeigen hergibt. Weil, wie gesagt, man hat ja schon vor der Krise gesehen, wie schmal und mager mitunter Reisebeilagen ausfallen, wenn plötzlich kein Hauptinserent da ist. Ne? Das ist plötzlich ein Vierseiter und davon ist eine Dreiviertelseite Eigeninserat, Leserreise, K-Biscane oder keine Ahnung. Also das Modell war, und das hast du gesagt, das Modell war ja vorher schon ein angeschlagenes. Ich will nicht sagen ein kaputtes, aber ein schwer angezieltes. Aber ich muss kurz ein Beispiel einbringen. Ich habe früher für das Kindness Magazin der Auer geschrieben, immer wieder so Städteberichte und Bars und alles Mögliche, was es halt so gegeben ist. Aber in den letzten halben, dreiviertel Jahr, wenn du das aufmerksam gelesen hast, das Magazin, waren das auch nur, und das ist genau das was jetzt den Reisejournalismus betrifft, das waren Artikel, wo die Leute, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wo die Leute, die das Magazin machen, nicht mal dort waren, obwohl die Auer dorthin fliegt, sondern das haben sie einfach zusammengestückelt aus irgendwelchen Berichten, die sie von irgendwoher mitgenommen haben oder wirklich, das war einfach nur mehr vom Schreibtisch in Wien geschrieben über, I don't know, Chicago und so weiter. Wie so ein Schülervortrag früher in der Grundschule, ja, da hast du quasi auf Wikipedia, wird was später, aber das im Lexikon was rausgelesen und dann einen Vortrag daraus gemacht. Das ist ein Reisemagazin einer Airline, also da sieht man schon, ja, wie weit das ist. Das macht auch der Falstaff, das machen sie alle, das ist mittlerweile gang und gäbe und ich möchte da jetzt echt nicht aus der Schule plaudern, aber das ist gang und gäbe, das macht nicht nur Kundenmagazine wie Skylines, also man würde jetzt sagen, dass die Branche, für die wir alle drei arbeiten, eine Branche mit Vorerkrankungen ist, und zwar mit einigen Vorerkrankungen. Und wenn es die jetzt durch Covid-19 voll erwischt, dann ist das genauso wie die 80-Jährigen in Bergamo. Also da ist jetzt keine gesunde Branche, die da irgendwie ins Straucheln kommt, sondern da ist eine bereits schwer kranke Branche, weil diese Geschichten mit dem vom Schreibtisch recherchierten, von Praktikanten geschriebenen Geschichten, die haben wir ja überall. Und das geht rauf bis in die, muss man echt sagen, bis in die Oberliga. Und das ist jetzt überhaupt nichts Neues mehr. Die Honorare sind ja im Sinkflug, das wissen wir ja, im Sinkflug, das wissen wir ja alle. Und also es könnte sein, dass es das Ganze in 2 Jahren auch nicht mehr gibt. Jetzt durch den eh schon erfolgten Angriff der Influencer, durch die Tatsache, dass ja die Leser und die Kunden das eh nicht mehr unterscheiden,
weil sonst würden sie sich unterscheiden, sie haben sie ja vorher auch schon nicht unterschieden, und einfach, dass uns der Stoff ausgeht. Weil es wird jetzt zum Beispiel einmal die nächsten 1,5 Jahre keine Flüge ins Noma gehen. Also dieser Flugfresstourismus, ich spreche jetzt von meinem Thema, den gibt es jetzt einmal nicht. Den gibt es erst wieder, sobald völlige Reisefreiheit herrscht. Und die herrscht wahrscheinlich erst, wenn es ein Medikament gibt für diesen Scheiß. Außer wenn die Schweden doch recht behalten und alle sagen, das war alles nur eine Hysterie und das stimmt alles so nicht. Glaube ich aber nicht. Und damit wird es auch keine Geschichten geben. Weil über eine Destination zu schreiben, wo jeder sagt, na, da kann ich jetzt eh nicht hin, das ist irrelevant. Das ist uninteressant. Und es geht nicht ums Reisen, es geht auch um das andere. Also mein Ding ist halt, für mich persönlich, ich kann ja über vieles schreiben, ich schreibe halt jetzt teilweise über Sachen aus der Nähe und habe jetzt letztens halt ein Interview mit Heinz Reitbauer für die Welt am Sonntag geführt, telefonisch. Also es funktioniert ja alles. Ja. Aber es ist enden wollend. Also ich glaube, irgendwann wird das, also so Journalismus, der sich mit sinnlichen Eindrücken auseinandersetzt, der wird per Telefon und Desktop nicht ewig aufrechtzuerhalten sein, glaube ich. Aber das, was der Roland sagt hat, dass die Influencer jetzt gerade krachen und dass die Kunden ihre Verträge kündigen, das nehme ich auch mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis. Schadenfreude ist ja die schönste Freude. Einmal darf man sich an Lachen nicht verkneifen. Ein fettes Grinsen. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns alle was überlegen. Also, so wie die Bars und die Restaurants werden auch wir uns was überlegen müssen. Ich habe nur ehrlich gesagt bis jetzt keine Idee. Aber ich hätte noch eine Frage an den Roland, weil er ja auch mit Mixology und in der Jury für die Bar Awards sitzt. Wie sieht es denn dort eigentlich aus? Wird das diskutiert, ob es stattfindet, weil das ist ja mindestens Deutschland, Österreich, Schweiz sehr, sehr darum geht. Wie sieht denn da der Status quo aus? Naja, die erste Geschichte war mal, dass die Frage des Termins im Raum stand. Der ist ja nach heutigen Dafürhalten immer noch ein machbarer, und das ist ja immer angedockt auch an den Berliner Barkonvent. Was die Internetdiskussion betrifft, wurde sie noch nicht geführt. Die eigentliche Schwierigkeit wird aber sein, was zeichnet man aus? Also selbst wenn jetzt sozusagen mit Juni oder so der Normalbetrieb anläuft, dann kommt der Normalbetrieb gleich in die Sommerpause rein, die für sehr viele Bars eine relativ manifeste Zäsur ist. Also alle, die keinen Garten haben, gerade in Wien, American Bar, Stadt wie Wien, da ist eigentlich bis September mal alles zu. Und dann haben wir nochmal 3 Wochen, dann wäre sozusagen die Preisverleihung. Das heißt, die Jury-Sitzung wäre ja schon viel früher, die ist normalerweise im Anfang Juli. Das heißt, die Frage ist, ob es sinnvollerweise was auszuzeichnen gibt. Das haben wir uns noch nicht endgültig verständigt. Für die Schweiz ist es so, dass die Swiss Bar Awards zum Beispiel stattfinden. Also da hat sich der Herausgeber klar committed. Der Herausgeber, wie erscheinen die? Bitte? Wer ist dort der Herausgeber? Wo erscheinen die Swiss Bar Awards? Das ist der Hans-Rüdi, wie auch immer er heißt, älterer Barmagazin-Herausgeber in der Schweiz, und der macht eigentlich seit Jahren die Swiss Bar Awards. Und der hat aber alle diese Problematik auch angesprochen und macht es aber bewusst sozusagen, um Flagge zu zeigen. Also da geht es jetzt auch weniger, wie realistisch ist das sozusagen. Die Schwierigkeit ist natürlich auch immer wieder, man hat das auch teilweise im Sport diskutiert. Ja. Also es will ja niemand sozusagen nur Kraft Corona aufsteigen oder ausgezeichnet werden. Ja. Das hat dann immer so ein bisschen, du warst zwar bester Bartender, aber im Corona-Jahr, wo 2 Monate geöffnet war. Ja. Also das ist dann im Nachhinein immer so ein bisschen etwas, wo man sich ja immer über das Standing und den Stellenwert einer solchen Auszeichnung überlegen muss. Also die kurze Antwort ist, es gibt nach wie vor keine offizielle Aussage diesbezüglich. An sich wollen wir an dem Termin festhalten, der natürlich auch sehr, sehr lange kommuniziert ist. Was hier natürlich sicherlich auch ein Thema ist, und das ist wieder das, was der Alexander zuerst angesprochen hat, natürlich geht es auch da bei einer Gala-Veranstaltung wie dieser darum, wird es genug Sponsoren geben, die auch sozusagen eine würdige Preisverleihung ermöglichen. Ja. Weil du hast es eher gesagt, es sind natürlich sehr viele Launches, finden gar nicht statt oder werden auf den Nimmerleinstag verschoben von neuen Produkten und so weiter. Und wenn jemand die Spiritosenbranche kennt, ja, die ja
nach außen eine der lustigsten und amikalsten ist und nach innen eine der am widerlichsten Excel-Sheet-getriebenen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt, ja, mit irgendwelchen Tagesreports. Und da muss ich aber erst meinen Group Manager fragen und dann haben wir wieder einen Sales Call und dann weiß ich das erst und vielleicht kriege ich aus London nächste Woche eine Antwort. Also das ist natürlich alles enormes Konzerndenken, ja, auch wenn es nach außen immer sehr schulterklopfend und lustig ausschaut. Das heißt, wenn dort irgendwer in Paris, New York oder wo auch immer die Headquarter sitzen, sagen, wir machen das nicht, ja, dann findet das halt nicht statt. Ne? Nur ich glaube, dass die Informationslage auch bisher ein bisschen schwierig ist. Es hat der Handel für die meisten nicht das aufgefangen, was eigentlich in der Gastronomie verkauft wird. Also diese Aussagen gibt es relativ klar. Es gab diese ersten Hamsterkäufe, speziell in den USA, war es so, dass die ersten zwei Wochenenden enorm stark waren im Handel. Danach ist aber nichts mehr nachgekommen. Entschuldigung, Roland, sprichst du Spirituosen an? Weil ich weiß von allen, wenn ich bisher gesprochen habe, Bier und Wein geht super im Handel. Ja. Spirituosen ist quasi keine Nummer. Ja. Das liegt, da muss ich mir aufpassen, mit wem man spricht. Wenn man für Deutschland, Österreich spricht, die ja beide keine wahnsinnig starke Online-Handelsdurchdringung haben, ja, da ist es so, dass der Weinhandel online natürlich traditionell einer der stärksten überhaupt ist. Also nach dem Buchhandel sicher wahrscheinlich der stärkste branchenmäßig. Das ist international natürlich ein bisschen anders. Ja, weil das, was Wein verkauft wird und Bier, so ein bisschen als Folge natürlich durch die Craft Beer, wobei auch da wieder, es gibt deutschlandweit ja keinen wirklichen Bierhändler. Also da ist auch wieder die Segmentierung im Bierhandel ziemlich große. Aber Spirits sind bei uns relativ schwach im Online-Vertrieb. Ja, das ist international natürlich eine völlig andere Nummer, bis hin zur Hauszustellung. Also wenn du in einem gescheiten Bundesstaat in den USA wohnst, ist das eigentlich alles soweit kein Thema. Es gibt natürlich auch das Umgekehrte, dass du erst mit 23 und 17 Ausweisen überhaupt irgendwie eine Flasche Gin kriegst. Aber dort, wo es funktioniert, ist eigentlich die Convenience eine sehr hohe und auch die Nachfrage. Hm. Wein ist ein Thema, wo auch die Österreicher im Ausland übrigens ganz gut performen. Das ist vielleicht also ein bisschen eine positive Nachricht. Ja. Also diejenigen, die gute Handelspartner in Deutschland speziell haben, im Onlinehandel, machen mehr als davor. Trifft natürlich, weil es Deutschland ist. Quasi, ne? Ich meine, du meinst aber dezidiert nur Onlinehandel, weil ich weiß, sehr viele Winzer und Spirituosenhersteller machen ja bis zu 90% rein Gastronomie. Ja? Für die bricht das komplett zusammen. Ich würde gerne nur kurz unterbrechen, weil ich glaube, wir reden jetzt wieder über die diversen Branchen und so wie der Christoph vorhin gemeint hat, und das ist ja eigentlich auch der Sinn dieses Gesprächs. Ich sollte eigentlich über den Journalismus unserer Branche reden und nicht, wer jetzt welches Geschäft macht und wie es online ist und wie nicht. Und ich würde also beim Roland kurz einhaken, diese ganzen Awards, Monis und wie das alles ist, das gibt es jetzt einmal überhaupt nicht in meiner Branche. Also die 50 Best wurden schon, in Asien wurden schon abgesagt, die europäischen in Antwerpen finden natürlich auch nicht statt. Es ist alles tot, ja. Also Weinmessen sind tot, das gibt es alles nicht. Es würde mich wundern, wenn es in der Spirituosenabteilung anders wäre, aber das ist nicht mein Business. Was natürlich sehr spannend ist, wie die Kollegen bei Gourmillon und bei Michelin heuer an ihre Arbeit gehen werden. Das haben wir noch nicht besprochen, also das ist auch eher natürlich ein Restaurantthema. Ich habe mit Christian Grünwald gesprochen, der ja sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass man eine Mitglieder einer gerade sehr unter Beschuss stehenden Branche bewertet. Also sprich, es gab in den letzten 50 Jahren oder wie andere sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg nie so ein bedrohliches Szenario für die Gastronomie. Und das ist wirklich existenzbedrohend für sehr viele. Und dann da reinzugehen und zu sagen, ich gebe euch jetzt Sterne und Hauben oder irgendwas anderes, ist eigentlich absurd, ist frivol und lächerlich. Es ist die Frage, wie im Herbst die diversen Restaurantführer schreiben und bewerten werden und ob sie erscheinen werden. Zurzeit kann ja zum Beispiel der Gourmillot, der ja jetzt um diese Zeit Redaktionsschluss hätte, in zwei Monaten Redaktionsschluss hätte, ja nicht arbeiten und nicht testen. Und dann das nächste ist wirklich die Frage, wie weit verantwortest du Restaurants, die jetzt gerade irgendwie eigentlich ans Markt geht, ja, zu bewerten nach Kriterien von einem Restaurant-Test, der ja eigentlich erfunden wurde, um einer satten
hungrigen Gesellschaft den richtigen Weg zu weisen. Das Modell funktioniert ja jetzt eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Das ist wahrscheinlich ähnlich bei Bars, wo es jetzt eigentlich wirklich ums Überleben geht und dann zu sagen, das ist die beste Bar, dann heißt das jetzt, ja, was jetzt eigentlich, ja? Jetzt ganz gerade kämpfen sie jetzt ums Überleben, oder worüber reden wir jetzt genau, ja? Und das ist natürlich in der Gastronomie genauso, weil da, die haben ja echt teilweise wirklich massive Schwierigkeiten und diese Take-Away-Geschichten sind ja, wie wir vorhin gesagt haben, teilweise Beschäftigungstherapie und dass sie wirklich, wie der Alexander Meyer sagt, dass sie sich halt ein paar Groschen, ein paar Cent verdienen. Ja? Mehr ist es ja nicht. Das heißt, das ist eine Branche, die ist schwer unter Beschuss. Und da dann zu sagen, wir gehen jetzt her und bewerten die, mit welcher Rechtfertigung? Alexander, wenn ich kurz fragen darf, ist vielleicht auch nicht genau das Thema dieses Gesprächs, aber glaubst du, dass denn die gehobene Gastronomie, die Sterne-Gastronomie, ein größeres Problem hat, die Krise zu überstehen, als, sag ich mal, die normale Gastronomie, unter Anführungsstrichen? Also da Heinz Reitbauer hat in meinem Interview gesagt, dass er damit rechnet, mit einem 30-prozentigen Umsatzverlust im Steirek, aber mit einem leichten Gewinn in der Meierei. Das erklärt sich daraus, dass die Sterne-Gastronomie in Österreich, aber auch weltweit sehr von Touristen, also von Fresstouristen abhängig ist. Wenn ich nach Paris fahre, dann tue ich mir eine vierstellige Summe in den Geldbeutel und die gebe ich in 3 Tagen aus. Ja, das habe ich vorher kalkuliert. Wenn jetzt Leute nach Wien fahren, dann wissen sie, Philippou, Steyrek, Mraz, das haben wir jetzt kalkuliert, das wollen wir und das geben wir jetzt aus und das geben wir uns jetzt. Ja. Die bleiben jetzt einmal weg. Ja, weil die Reisefreiheit, die ist zurzeit also ziemlich bedroht. Aber das ändert sich vielleicht in 2 Monaten, ja, wir wissen es ja nicht. Also gehen wir mal davon aus, sie ist bedroht, dann bedeutet das für die Top-Gastronomie einen heftigen Einbuß. Reitbauer sagt zwar, dass er ja eh einen hohen Stammgästeanteil hat, also Österreicher, und das trifft auch auf die anderen zu, also Obauers, Bacher und so, ja, die sind nicht so abhängig von den Touristen. Noma zum Beispiel, uninteressant, ja, weil die Dänen, die gehen da sicher hin, aber der ist nur auf Touristen angewiesen. Ja. Und viele andere von diesen Top 50 Best Restaurants. Ja, die haben ein Geschäftsmodell, das sich darauf bezieht, dass Leute dort ins Flugzeug steigen und dorthin verlassen. Ja. Und die sind auch gar nicht ausgerichtet, auch für ein Angebot nicht, weil die haben das Ganze ja ein einziges Menü. Die sind auch gar nicht ausgerichtet auf Leute aus der Umgebung, während zum Beispiel der Heinz Reitbauer oder die Obauer sehr fast täglich die Speisekarten haben. Ja. Das ist ja in der internationalen Gastronomie nicht mehr üblich. Da hast du ein Menü und das wird durchgezogen. Das interessiert ja gar nicht, dass dort Leute aus der Umgebung hinkommen, sondern das ist ausgerichtet auf Reisende. Das wird sich ändern, also insofern wird diese Sterne-Gastronomie, auch wie die ganzen Restaurants im Baskenland zum Beispiel, ja, wird sich sicher was überlegen müssen. Und wenn es zu dem Corona-Thema und zu dem Reisethema auch noch eine handfeste Wirtschaftskrise gibt, dann wird natürlich das Geld auch schlagend werden, also sprich die Budgets der Gäste. Ja, weil die sind ja jetzt schon dünn in Österreich und Deutschland. Da ist ja die Preisthematik schon eine große. Und Frankreich zum Beispiel, die können diese Preise nur verlangen, weil halt in Paris die ganzen reichen Leute sitzen. Ja? Und das Großbürgertum und auch die Touristen, die so, wie wenn halt ich einmal im Jahr rüberfahre oder zweimal, halt wissen, was das jetzt kosten wird. Ja? Und sich das vorher überlegt haben. Und also die Sterne-Gastronomie wird sicher leiden. Ja? Aber das sind auch intelligente Leute, die werden sich hinstellen. Ja? Die werden einfach ihre Dinge ändern. Ja? Ja. Das sind alles gescheite Leute. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja? Also alle, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das sind alles top gescheite Leute. Und die werden sich schon was überlegen. Und wenn sie sehen, wir kommen da jetzt gar nicht mehr durch, dann werden sie was ändern. Okay. Ja? Also das ist das geringste Problem. Ja. Ja? Ganz kurze Frage, Thema Budget, Kunstmarkt. Hast du denn da schon was gehört? Was ist denn da eigentlich los? Ich meine, es ist ja nur auch ein eher hochpreisiges Klientel oder beziehungsweise eine hochpreisige Gesellschaft. Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Man hat jetzt versucht, einige Kunstmessen auf, so ist die Art Basel versucht hat, aufs Internet zu stellen, dass all die beteiligten Galerien ihre Werke im Netz präsentieren,
ja, im Zugang zu den Kunden und so weiter. Und jeder hat eine bestimmte Plattform gehabt. Die ersten Meldungen waren irgendwie, ja, es war ganz gut und so weiter. Aber nur mal, um das zu sagen, heute war jetzt, oder vor ein paar Tagen war von CNN so ein Bericht über diese ganzen Internetplattformen von Kunstmessen und Kunstmarkt. Funktioniert nicht wirklich, weil es geht da um zeitgenössische Kunst, und bei zeitgenössischer Kunst ist etwas, wo du zwar weißt, du kennst die Künstler, Künstlerinnen, die was anbieten, nur wenn etwas Neues reinkommt, und wir reden hier unter Umständen ja von Preisen, die in den sechsstelligen Bereich gehen bis hin zu den siebenstelligen Bereich, dann möchte ich das ja auch sehen. Das heißt, der ganze Kunstmarkt ist ja so global geworden, von Hongkong, Shanghai bis Mexico City und New York, das war ja immer schon jetzt in den letzten 20 Jahren sowas, dass du, ich bin viel auf Messen gewesen, das ist einfach, die Leute sind angeflogen, reingeflogen, hingegangen, haben sich das angesehen, haben vielleicht große Sammler eigene Timeslots gehabt, um bestimmte Bilder zu sehen von Künstlern, die angesagt haben, die neu auf den Markt kommen, aber sie haben es vor sich gesehen. Und da kann dir kein Bildschirm helfen, wenn du ein Kunstwerk von 3x6 Metern haben möchtest, auf 30x50 Zentimeter runter zu dimensionieren und sagen, ja, das nehme ich und das kostet $6 Millionen. Also im Internet, bei der Kunst funktioniert nur sehr beschränkt. Es funktioniert unter Umständen bei Auktionen, wenn es darum geht, um Blue Chips sozusagen, um Werke von toten Künstlern, die man weiß, die eine Provenienz haben, wo man weiß, woher sie kommen und wie es ausschaut. Wenn irgendjemand aus einer Sammlung ein Picasso verkauft wird, der ist innerhalb von 5 Minuten weg und da brauchst du nur ein E-Mail schreiben an irgendeinen Sammler und der nimmt das. Aber das sind Werte, die natürlich seit Jahrhunderten oder nein, Jahrhunderten, aber seit, ja, sagen wir vielleicht 150 Jahren bestehen und also nicht bei Picasso, aber bei anderen, und das geht dann, weil das weißt du, wird man wenig falsch machen, weil das hat bestimmte Werte. Alles, was den zeitgenössischen Bereich betrifft, wer aber verantwortlich ist, dass der ganze Reisetätigkeit für Sammler, Kuratoren, Museumsdirektoren ja ausmacht, ist einfach die zeitgenössische Kunst, und das Großteil der Messen, die jetzt so durch die Medien gehen, sind einfach darauf spezialisiert, dass es sich um zeitgenössische Kunst handelt. Und da ist es schon so, dass du das auf jeden Fall mal gesehen haben musst und mit dem Künstler oder Künstlerin auch geredet hat. Also ich nehme mal an, dass es massiv genauso darunter leiden wird. Also es trifft, wenn wir es zusammenfassen, es trifft wiederum die Künstler, die noch kein Oeuvre erschaffen haben, das von sich reden macht, sondern es trifft die Künstler, die quasi aktiv arbeiten, ja, genauso wie es im Theater und im Musikbereich der Fall aktuell ist, ja. Wie ist es jetzt bei Werken wie Picasso oder Van Gogh? Holt die Krise auch da den Preis oder nein? Okay. Ich glaube, wir werden sehen, also alles, was man sieht, dass halt Aktienmärkte jetzt sehr volatil sind und alles runtergeht, war Kunst, also von beständigen Werten. Also wenn ich sage, von Rubens aufwärts bis Van Gogh, Picasso und so weiter, das sind einfach Assets, und man geht eher in diese Sachen, als dass man sagt, jetzt investiere ich in irgendwelche Firmen oder kaufe wieder Aktien, die jetzt momentan eher so runtergehen. Du hast zumindest etwas, sagen wir mal, in deinem Portfolio, das du dir anschauen kannst und damit leben kannst. Also Kunst hat also, würde ich sagen, über Jahrhunderte oder ziemlich lange Zeit datierte Kunst, hast du etwas, womit du rechnen kannst, und da zeigen einfach ja über Jahrzehnte Marktbeobachtungen, dass die jetzt nicht am Preis verlieren würden. Also bei den jüngeren Künstlern, so wie du erwähnt hast, gibt es ja schon auch welche, die wirklich auch im sechsstelligen Bereich sind. Also die auch teilweise, muss man auch sagen, es ist auch ein Hype darum, die halt irgendwie über Auktionen, über große Galerien gelauncht werden und vertreten werden, die haben natürlich ein bisschen das Nachsehen, wobei ich andererseits wieder sagen muss, unter Umständen auch ganz gut, um ein bisschen
um Relationen wieder klarzustellen, weil es kann nicht sein, dass jemand, der, wie ich es beobachtet habe, ein Künstler, der in Wien jetzt voriges Jahr an der Akademie fertig gemacht hat, in seiner Akademie-Endausstellung Werke verkauft hat um 5.000, 10.000 Euro, was schon damals sehr hoch war für junge Künstler in der Akademie, wo einige Galeristen und Galeristinnen gesagt haben, das ist viel zu teuer. Dann ging das mit ihm weiter über verschiedene Kunstmessen in Chicago und Miami, wo er dann plötzlich schon bei 40, 50, 60.000 Euro war, und jetzt wurde bei Philips ein Bild von ihm verkauft um 625.000 Pfund. Also das musst du mal in einem Jahr von einem Akademieabgänger bis vor kurz zwei Monaten mal überlegen. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein Hype, wo es unter Umständen gut ist, wenn das Ganze wieder mal ein bisschen ins Lot gerückt wird und auf sagen wir mal, eine gewisse Normalität in dem Ganzen auch vorherrscht. Aber an und für sich geht es auch um viele Galerien, junge Galerien, kleine Galerien, die sich zwei, drei Kunstmessen im Jahr leisten und dadurch auch einfach, weil sie ein globales Publikum in den Kunstmessen ansprechen, weil da kommen halt Sammler aus der ganzen Welt oft hin, die verlieren natürlich ganz viel. Also die sind, wo man jetzt sagen wir, vom österreichischen Markt ausgehend, jetzt noch immer eher sagen wir, konservativer, behäbiger ist, für die fällt das weg, dass sie bei internationalen Messen ihr Portfolio präsentieren können, und das ist ein erheblicher Einbruch, weil wenn man sich bedenkt, dass manche große Galerien in Österreich sagen, sie machen 70% ihres Geschäfts bei Kunstmessen außer Landes und jetzt gibt es keine mehr, dann frage ich mich, woher dann diesen Umsatz im Laufe dieses Jahres wieder aufholen sollen. Das ist unmöglich. Und was bedeutet das jetzt für dich im Speziellen? Also ja, für mich im Speziellen heißt, dass es mir eine sehr massive Einkommensplattform wegzieht, wenn keine Messen stattfinden, wo ich hingefahren bin, wo ich teilweise auch mit Leuten hingefahren habe, denen ich das präsentiert habe, ich mit Banken zusammengearbeitet habe, wo ich Leute beraten habe, hingeführt habe, darüber geschrieben habe, etc. Das ist, wenn nichts stattfindet, ich werde jetzt nicht kleine Bilder verschicken und zu sagen, schau dir das mal an. Also das ist für mich ein ganz großer, wesentlicher Teil. Also ich bin, übers Jahr gerechnet, bin ich, das letzte Jahr neben wahrscheinlich 10, 11 internationale Kunstmessen gewesen, heimische mal ausgenommen. Ne? Also das ist für mich Habt ihr nicht überlegt, irgendwas jetzt im Geschäftsmodell, blöd gesprochen, zu ändern? Also Alex, hast du über irgendwie einen Online-Blog nachgedacht oder irgendwie ein Tutorial oder ein Webinar, oder Roland, du? Spirituosenverkostungen jetzt online anzubieten, gibt es da was? Also über online gibt es unterschiedliche Theorien. Ich hänge ein bisschen der Theorie an, dass etwas, das die letzten 10, 20 Jahre kein Geld verdient hat und definitiv nicht verdient. Also die einzigen, die mit Digitalisierung Geld verdienen, sind die großen Konzerne wie Amazon und Google und ein paar andere. Also die meisten Zeitungen in Österreich, es ist mittlerweile absurd am Zeitungsmarkt mit dieser Paywall, wo du dir theoretisch 20 Passwörter speichern müsstest, um all diese Zeitungen zu lesen. Also ich glaube mal zumindest nicht, dass das ein super Geschäftsmodell ist. Ich habe vor 10 Jahren, damals sehr frisch und sehr innovativ und sehr, sehr optimistisch, einen Blog begonnen, der hieß Foodie mit 3 O. Also der Roland kennt ihn vielleicht. Der war eigentlich ziemlich gut. Der hatte auch eine bescheidene Zahl, aber immerhin seine regelmäßigen Fans. Nur mein Partner, der Stefan Fuhrer, und dann auch ich sind eigentlich übereingekommen, dass man mit etwas, wo man nichts verdient, sich keine Mühe nehmen sollte. Und das sehe ich jetzt auch ein bisschen so. Also ich könnte natürlich jederzeit mit einem Blog losstarten. Nur das ist halt was für Erben oder für Philanthropen oder sonst wie. Weil da musst du auch mit dem, was du machst, irgendwas verdienen. Ich weiß, dass viele Winzer jetzt gerade so Online-Verkostungen anbieten. Also sie schicken dir Flaschen oder du kannst das bestellen oder so. Ich weiß auch, dass es eine, eine,
eine sehr schöne Gruppe gibt in Deutschland, Wein Brutalement, die, um den Winzern zu helfen, Online-Verkostungen stattfinden lassen. Nur es ist halt alles, so wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Gehhilfe, eine Krücke für eine extrem mühsame Zeit. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht an das Thema Online für uns Journalisten, weil es einfach kein Geld gibt dafür. Ja? Und wenn du in einem Markt bist, der dermaßen übersättigt ist, das ist eigentlich schwierig. Was auch für uns noch schwierig ist, für uns drei, ist, wir müssten Englisch sprechend sein, und zwar gut, weil es ist einfach ein englischsprachiger Markt. Also da in Deutschland einen Blog zu haben, interessiert eigentlich niemanden. Der berühmteste Blog in meinem Ding, das ist der Blog vom Julian, der Trois Étoiles, nicht? Von Julian Walter. Aber der ist halt ein sehr wohlhabender IT-Unternehmer, ja, und der macht das mit seinem eigenen Ding und schreibt das halt als Hobby. Also du kannst mit deinem Blog kein Geld verdienen. Ich könnte meine Spesen mitnichten decken, ja. Außer ich lasse mich einladen, was aber uninteressant ist. Ja, also wenn du dann irgendwie sagst, ja, ich komme zu euch so wie die Influencer und ich mache dann eine Geschichte über euch, dann kann ich meinen Magen füllen. Aber ich muss ja meine Mieten und mein Benzin und Versicherungen und anderes auch noch bezahlen. Und hier und da brauche ich auch einen neuen Anzug. Also das ist kein Geschäftsmodell. Nein, es geht nicht. Funktioniert nicht. Ja, und es gibt auch in Österreich kein Vorbild außer den Rezeptblogs, wo halt die Leute irgendwelche Rezepte veröffentlichen, wo das funktionieren würde. Und im deutschsprachigen Raum auch nicht. Roland, wie siehst du das? Hast du da schon Transformation? Ja, als unbekanntester Blogger Österreichs bin ich natürlich online mit der wunderbaren Verdienstangente, die der Alexander gerade genannt hat. Fernsehsendung findet momentan nicht statt, weil du nichts drehen kannst. Die Audio-Tangente. Alles drehen außer Liebesszenen, wie wir gehört haben in der letzten Presse. Ja, ja, so ist es ja. Keine lauten Worte. Ein dokumentarisches Format, da gibt es wenig Liebesszenen. Ja. Aber wie gesagt, auch Vinyl hätten wir eigentlich schon längst drehen sollen, findet nicht statt. Diese Podcast-Geschichte ist in der Nachbearbeitung, das liegt aber auch nicht an mir, da bin ich ja sozusagen nur ein Ausführender. Damit haben wir jetzt eh schon fast alle Medien und Umgebungen durch, außer vielleicht Film, da gibt es noch keine Angebote. Aber was ich natürlich mache, und das ist eine Geschichte, nachdem man immer in der Krise auch gründen soll, wer jetzt ein eigenes Magazin gründen, das war zwar auch schon länger in Planung und irgendwie konnte ich mich aus den genannten Gründen nicht wirklich durchringen, da sozusagen noch Geld hineinzustecken. Jetzt ist natürlich die Krise da, nachdem man eine Krise ja nie verschwenden soll, haben wir jetzt entschlossen, wir werden das Ding auch tatsächlich machen. Also da sind die ersten Dinge beauftragt. Wird aber Schwerpunkt natürlich gedruckt sein. Also es wird eine Online-Präsenz geben, aber es ist ein haptisches Ding und das wird hoffentlich stattfinden. Jetzt habe ich noch eine Frage, jetzt, nachdem der Bert so vermessen war, drei Journalisten einzuladen, geht natürlich mal auch eine Frage an den Bert. Du bist ja auf vielen Ebenen auch unterwegs mit Liquid Market, nur mal das Flaggschiff deinerseits zu zitieren. Wie geht es denn dir mit der Krise? Also Liquid Market ist ja jetzt in München, München-Linz ist verschoben worden, Wien muss auch verschoben werden. Wie geht es dir in der ganzen Situation? Grundsätzlich hatte die Event- und Nachtgastronomie und die Konzertbranche, glaube ich, schon bessere Jahre als das Jahr 2020. Wir haben immer so ein bisschen noch so ein leichtes Hoffen, dass vielleicht alles etwas schneller funktioniert, als wir gerade glauben und als auch uns Wissenschaftler Glauben machen und auch die Politik beraten. Ich sage mal so, ja, die Expansion nach Deutschland von uns aus hätte jetzt kein schlechteres Jahr treffen können, war vom Timing her denkbar ungünstig gewählt. Generell auch die Expansion in Wien. Wir haben schon zwei Bars Zusagen gehabt aus New York. Wir hatten schon Bars aus Asien und werden auch noch ein paar mehr Bars aus Deutschland eingeladen. Die dürfen ja gar nicht kommen, auch wenn es jetzt stattfinden sollte.
Ja, es ist ein Problem. Das betrifft aber die gesamte Event- und Gastronomie und Gastronomie oder vor allem auch Konzertbranche, dass wir ja an etwas arbeiten, was irgendwann mal stattfindet. Wir verkaufen Tickets im Vorhinein. Mit dem Geld, was wir da verkaufen, was wir da einnehmen, arbeiten wir das ganze Jahr. Wenn es jetzt alles nicht stattfindet, steht die ganze Branche vor einem großen Problem, weil der Konsument hat das Recht, das Geld zurückzufordern für eine entgangene Leistung. Das Geld ist ja nicht mehr vorhanden. Ja? Bist du jetzt, weil heute ist ja dieser Erlass rausgekommen mit diesen ganzen Gutscheinregelungen und so weiter, bist du da beim Liquid Market auch jetzt damit betroffen? Oh, das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Wir haben heute Samstag, den 24., richtig? Ja. 24. Genau, das habe ich noch gar nicht gehört. Das wäre eine Möglichkeit, weil in Deutschland ist das seit ein paar Wochen schon quasi draußen, dass der Endkunde, der Konsument im Prinzip nicht das dringende Recht hat, das Geld zurückzubekommen, sondern man darf ihm eine Möglichkeit anbieten, bis in Deutschland, glaube ich, bis Ende 2021 eine Ersatzleistung zu bieten für sein bereits bezahltes Geld. Ja? Weil wenn das nicht passiert, dann entsteht mit jedem Event, der kommt, das heißt, du hast quasi ein Konzert, du hast Konzerttickets verkauft für den 26. April, das ist in 2 Tagen, das Konzert findet nicht statt, du hast 1.000 Tickets verkauft, du musst zurückzahlen, du hast das Geld in der Regel nicht mehr. Ja? Und das ist wäre toll, wenn du diese Regelung so zutust. In Deutschland ist es quasi so, du kannst jetzt Gutscheine ausstellen und du hast dann die Chance, bis Ende 2021 eine Ersatzleistung zu bringen. Wir haben ein bisschen auf Goodwill angewiesen. Also wir möchten natürlich auch unseren Gästen, die bereits Tickets gekauft haben, diverse Ersatzleistungen anbieten. Das heißt, sei es ein verschobenen Liquid Market 2020, sei es die Möglichkeit, mit dem Ticket von 2020 den Liquid Market 2021 zu besuchen, aber auch nicht nur in Wien, sondern vielleicht auch in Linz oder in München oder in Berlin. Oder wer weiß, was bis dahin noch passiert. Ja? Wenn es da jetzt eine gesetzliche Regelung gäbe, wäre es für die gesamte Eventbranche, glaube ich, ein großes Durchatmen, weil damit gewinnst du einfach Zeit. Weil ansonsten hast du einfach, glaube ich, ganz, ganz schnell sehr viele Konkurse, weil einfach die Liquidität nicht mehr da ist. Ja. Jetzt würde ich noch mal gerne eine Frage auch in die Runde gehen, weil Bert jetzt natürlich diese ganze bedrohliche Konkursinsolvenz jetzt auch noch erwähnt hat. Was glaubt ihr, wie wenn das jetzt Mitte Mai also mal Gastronomie aufmachen kann? Nachgastronomie wird ja noch einmal ein ganz eigenes Thema werden, weil ich bin ja der Meinung, dass man Nachgastronomie nicht mit Distancing aufmachen kann, sondern wenn dann nur voll und oder gar nicht. Ja. Wie weit glaubt ihr aus eurer eigenen Erfahrung, was Restaurants, Bars, also die gesamte Gastro-Szene, was steht uns da bevor? Habt ihr irgendwie so schon mal überlegt, wie hoch ein Prozentsatz sein könnte an Insolvenzen oder Leute, die dann wirklich das Handtuch schmeißen? Die Gastronomie und die Hotellerie in Österreich sind dafür bekannt, dass die finanzielle Decke nicht gerade sehr, sehr bauschig und dick ist. Das liegt an unterschiedlichen Gründen, die teilweise in der mangelnden unternehmerischen Talentiertheit und Befähigung liegen, aber auch natürlich in einem Staat, der den Unternehmern natürlich auch wirklich wenig Geld lässt, weil er halt sobald etwas verdient wird, gleich einmal ordentlich zugreift. Also da wird sicher einiges geben. Also ich kenne einige Familien in Österreich, die sehen ja auch die bekannten Namen, die sich da nicht fürchten müssen, weil sie super aufgestellt sind, die aber auch kräftig was abkriegen könnten. Aber ich glaube, dass die Kleinen und die halt sozusagen wirklich von der Hand in den Mund wirtschaften, da richtig was abkriegen werden und dass es enorm viele Pleiten geben wird. Und die werden nicht gleich jetzt sein, aber die werden im Herbst sein, wenn es dann mit den Banken nicht mehr funktioniert. Ich weiß, dass die Banken jetzt versuchen, die Kunden durchzutragen. Teilweise, das wird ihnen auch nicht gerade leicht gemacht durch die Gesetzgebung und durch Basel III und durch EU-Regeln und Bürokratie. Aber das passiert gerade. Nur das heißt ja nicht, dass das dann im Herbst, also irgendwann muss das Geld zurückgezahlt werden, irgendwann müssen die Kredite
dann wieder zurückgezahlt werden. Und ob sich das ausgeht, das wird sich weisen. Also ich glaube, dass die Gastronomie auch so eine Branche mit Vorerkrankungen ist teilweise. Und da wird sicher einige treffen. Ich persönlich werde sicher, wenn das dann hoffentlich wirklich aufgehoben wird in 3 Wochen, meine Lieblingsrestaurants und Lieblingsköche besuchen, weil ich erstens wieder mal das haben möchte, aber auch aus einer gewissen Loyalität, dass man sagt, ich bin jetzt da und komme jetzt und geht gar nicht darum, die lächerlichen Summen, die ich da jetzt dann ausgibt, die paar Hunderter, aber einfach, dass man sagt, ich bin jetzt da. Ja, finde ich eigentlich ganz wichtig, weil ich glaube, dass die Gastronomie, zumindest der Teil, der mich interessiert, mit diesen ganzen Abstandsregeln und Gesichtsmasken, dass es nicht so einfach wird. Also ich kann mir jetzt nicht richtig vorstellen, wie ich jetzt 4 Stunden im Steirereck sitze und der Service da mit Gesichtsmasken um mich herum hängt, ja, weil ich erstens dann ein schlechtes Gewissen habe und wahrscheinlich bald gehen möchte. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich heimelig ist, weil was in den Nachtlokalen die Nähe ist und das fast Körperliche ist ja in der Gastronomie einfach die Atmosphäre und die, also in der Hochgastronomie, die Atmosphäre und das einfach das gewisse Etwas. Ja. Und das ist mit Gesichtsmasken und anderen Maßnahmen, das könnte schwierig werden. Ja. Und ich weiß auch von Freunden, die sagen, ja, das möchte ich dann nicht und da gibt es dann vielleicht Plexiglas, Wände oder irgendwas anderes. Das ist jetzt nicht so lässig. In der Schweiz denkt man nach und man denkt überhaupt darüber nach, so ein Double-Sitting oder wie man das nennt, also doppelte Belegung zu betreiben, damit man die Distanzierung zwischen den Gästen aufrechterhält, dass man quasi den Umsatz des Abends mit einer zweifachen Belegung macht. Finde ich eigentlich ganz nachvollziehbar. Ja, finde ich auch gut. Ja. Ja, bitte. Das bleiben ja Lokale jetzt auch schon. Ich meine, das sind aber wirklich gut gebuchte Lokale, ja. Die ja, sagen, aber, ja, wirklich. Von 18 bis 20 oder... Ja, es gibt es aber in Wien nur in Fabios und vielleicht da und dort, aber das hat sich also am Land schon gar nicht und hat sich nicht durchgesetzt. Das ist auch, war einfach nie das Thema. Das könnte eine Möglichkeit sein. Ich glaube auch, dass die langen Menüs, die es oft gegeben hat, dass man das sich vielleicht überlegt, dass man sagt, die Gäste sollen einmal super drei drauf. Da sein. Na, so 2 Stunden halt, 2,5 und nicht 4 Stunden. Das ist vielleicht auch ein Thema. Das wird sich weisen. Also ich glaube, was auch ein Thema ist in Österreich, also am Land zum Beispiel in Salzburg, wenn die Festspiele nicht stattfinden, dann haben die da kriegen die einen Faustschlag in den Magen, einen finanziellen, das ist so richtig die Härte. Ja. Da gibt es einfach viele Betriebe, die ohne diese Festspiele und ohne dieses viele Geld, das da in die Gegend kommt, einfach nicht mehr kalkulieren können. Und wenn das möglicherweise nicht stattfindet oder auch wenn die gar nicht kommen dürfen, diese Gäste, weil es die Reisefreiheit nicht gibt, dann ist das für zum Beispiel für den ganzen Landstrich Salzburg und Stadt Salzburg ein Riesenthema. Ja. Die werden es auch überleben, einige, ja, aber das ist ein Thema. Ja. Und in Wien ist auch der Tourismus, der Städtetourismus, nicht? Der asiatische Städtetourismus, der fällt weg. Den haben wir jetzt einmal nicht. Ja. Und ich habe da schon ein bisschen Befürchtungen. Und ich muss auch ehrlich sagen, habe ich mir eigentlich überlegt und ich sage selbst, dass mein und unser Thema noch ein schwieriges ist und ein forderndes, aber die Leute, über die wir schreiben, die haben eigentlich wirklich den Arsch offen. Ja, also denen geht es eigentlich viel schlimmer, als es zum Beispiel mir geht, muss ich sagen. Weil ich habe immer Möglichkeiten, mich jetzt zu beschäftigen. Aber ein Wirtshaus, das zu ist, ist zu. Was meinst du, Roland? Wie wird es sich auswirken? Naja, ich glaube, erstens wäre es zynisch, zweitens wäre es vermessen, da jetzt irgendeine Zahl zu nennen. Was aber sicherlich der Fall ist, ist, dass wir noch so ein bisschen Glück im Unglück hatten bislang, weil ja eigentlich diese hereinbrechende Krise eigentlich mit dem Saisonwechsel zusammengefallen ist. Das heißt im Prinzip, der Skitourismus hat eigentlich noch sehr, sehr viel mitgenommen. Ja, der macht jetzt eigentlich zu, was den Großteil eigentlich des Westens betrifft. Das Problem ist aber das, was der Alexander angesprochen hat, dass sehr, sehr viele, egal ob sie jetzt an Festspielen hängen oder ob sie am Sommertourismus hängen, für die beginnt die Saison eigentlich erst. Ja. Also im Prinzip April fahren manche Ortschaften erst so langsam hoch. Ja. Ob das jetzt Kärnten ist, ob das Teil des Burgenlandes ist, so richtig angehen, tut das erst mit Ostern plus minus, jetzt sagen wir mal April. Das heißt,
gerade jetzt, wo sozusagen etwas zu verdienen wäre, ja, von denen, die jetzt nicht klassische Sommergastronomie sind, aber auch die wird es natürlich noch voll treffen. Das heißt eigentlich, diese umsatzstarken Monate, wo man immer gesagt hat, naja, von einem starken Monat muss zwei Schwache leben, so jetzt Pi mal Daumen gesagt, das wird es schlicht nicht spielen. Ne? Und das wird natürlich ein ziemliches Problem werden. Und die große Hoffnung kann nur sein, dass zumindest bis zur Herbstsaison, das würde zumindest die, sagen wir mal, 3,5 Bundesländer, die sozusagen eher vom Wintertourismus leben, ein bisschen vielleicht auffangen. Wenn das Ding bis September, Oktober mit Einschränkungen passiert, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber dann ist der Polster über diese ganze Wander- und Herbstsaison weg. Die Sommersaison hat nicht stattgefunden. Und dann kommst du in einen Winter hinein, wo keine Gäste anreisen dürfen. Also von daher, das wäre eigentlich der Super-GAU. Und dann reden wir sicher von sehr, sehr hohen Zahlen. Was ich glaube, was sicher ein Faktor ist, und das ist leider keine positive Nachricht, ist, dass es sicher einen Größeneffekt geben wird. Das heißt, rein von diesen Distanzregeln, natürlich ist eine große Seeterrasse dafür viel besser geeignet wie eine 30 Quadratmeter Bar in der Wiener Innenstadt. Das Ganze in irgendeiner Form wirtschaftlich abzuwickeln. Und natürlich, wir haben das letztens mit einer Berliner Bar mit Timber Doodle, die sehr, sehr viel wirtschaftliche Zahlen dahinter hat und auch sehr viel so Planspiele und Modelle gemacht hat. Ich sage, wenn du zwei Barstandorte hast, dann tust du von Schichtplanung und vom Umschichten des Personals und von der ganzen Gestion weit leichter, wie wenn sozusagen alles an einem Standort hängt. Das heißt, auch in dem Fall ist es leider so, dass einige Große, ob man die jetzt besonders schätzt oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Und da reden wir sogar nicht von den Lobbying-Möglichkeiten, die natürlich ein Großgastronom hat gegenüber irgendeinem, der jetzt ein kleines Outlet mit seiner Gattin und vielleicht nur einer Hilfskellnerin betreibt, hat. Das heißt, ich fürchte, dass hier natürlich wieder die kapitalistische Logik voll durchschlägt und natürlich hier eher die großen und systemischen Gastronomen am Ende überbleiben. Plus natürlich einige, wie der Alexander gesagt hat, kreative Köpfe, die ja nicht nur im Kochen kreativ sind, sondern auch sonst in der Regel intelligente und Menschen sind, die vielleicht nicht den üblichen Weg gehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass hier einige wegbrechen werden, die eigentlich genau das ausgemacht haben, was wir in der Gastronomie schätzen, nämlich Leute mit Herzblut, die eigentlich ihre Vision verfolgen und vielleicht nicht links und rechts geschaut haben, vielleicht auch nicht immer alles hineinkalkuliert haben. Wenn sie gesagt haben, ich stehe dahinter, dann haben die das gemacht, zur Freude des qualitätsverliebten Gastes, aber leider halt zum Ruin der eigenen Wirtschaft vielleicht. Sag mal, Christoph, was hältst denn du da ständig in die Kamera? Was ist denn das? Das ist, also ich habe mich erinnert, vor 10 Jahren war ich in Japan bei einer Kunstmesse und ich habe ein Kollege von mir hat mir diesen japanischen Godzilla gekauft und ich habe ja, während ich schreibe, immer so diesen Ball in der Hand um Ding. Und das ist für mich so das Symbol Godzilla Fights Coronavirus. Das steht bei mir jetzt am Schreibtisch. Sehr schön. Ja. Muss man aber auch wissen. Ja, klar. Aber ich meine, Entschuldigung. Warum ist es ja Kunst? Sonst wäre es ja selbst erklären. Ne? Das ist ein Kunstprojekt des Abends. Gut, ja. Im Sinne des japanischen Godzilla bedanke ich mich für diesen sehr aufschlussreichen und sehr umfangreichen Talk, ja, der in viele Richtungen ging und ganz weit abgeschwiffen ist von der ursprünglichen Fragestellung, ja, beziehungsweise von der ursprünglichen Thematik. Aber es war cool. Danke, meine Herren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin lange nicht so betrunken nach einem Talk wie diesem hier. Ich hoffe, es geht euch genau. Das ist Late Night Talking, Bert. Also, ja. 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 Wir haben es jetzt hier 0:40 Uhr. Okay. Wir machen es öfter. Schönen Abend. Euch auch. Danke. Ciao.